So, und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück im Hades Cup, die letzten 9 Plätze. Und ich habe ein bisschen Angst, deswegen habe ich hier auch einen einzelnen Part draus gemacht, weil das hier könnte extrem schwierig werden. Ich meine, wir haben jetzt Hades schon besiegt im Hades Cup, von dem ich eigentlich dachte, das wäre der letzte Gegner, den wir hier so begegnen. Von daher habe ich echt ein bisschen Schiss, was hier wohl noch so auf uns wartet. Aber notfalls können wir hier bei Platz 9 zum Glück nochmal durchstarten. Mit voll aufgelevelten Items und Magie und LP und allem Möglichen. So oder so bin ich heilfroh, dass wir im letzten Part Hades besiegt haben. Ich bin tatsächlich mal gespannt, was dann auf den ersten Plätzen so auf uns wartet, weil Hades kann es ja dann zumindest mal nicht mehr sein. Ah, ist noch ein Gegner da. Autsch. Dammit. Ich hasse diesen Schwarzmagier. Dammit. Ich habe nicht mehr gewusst, dass der da ist, sonst hätte ich die MP jetzt auch nicht verbrauchen müssen, aber was soll's. Ach du Scheiße. Ich will nicht den Chamäleon-Typ angreifen. Ich möchte hier diese Dämonenschwert-Typen angreifen. Die sind nämlich momentan tatsächlich um einiges gefährlicher als alles andere in dem Spiel, glaube ich. Weil den hier, den kriege ich mit der Zeit. Das wird nicht das Problem. Deswegen habe ich gerade auch tatsächlich zwei MP verbraucht. Einfach nur ich weiß nicht, warum der hier am Schluss so viel aushält. Ich verstehe das nicht! Ach komm schon! Das war unfair. Ich hasse diesen Gegner. Ich verstehe nicht, warum der am Schluss so viel aushält. Ohne Witz. Ich verstehe es nicht. So, hier sind wir jetzt wieder an der Stelle, wo ich nicht verstehe, warum der nicht schon längst gestorben ist. Ohne Witz. Gibt es einen bestimmten Punkt, den ich angreifen muss? Muss ich springen? Ich verstehe es nicht.
Jetzt habe ich ihn. Ich verstehe nicht, warum der, obwohl er keine Health mehr hat, noch so lange aushält. Aber gut. Fürs Erste geschafft. Ich hoffe, dass jetzt nichts mehr kommt, das uns wieder zurückwirft. Denn dann muss ich das Ganze nochmal machen. Ich hoffe einfach, dass ich es hier jetzt schaffe, gegen die Pufungi zum Beispiel. Sollte ja nicht allzu schwierig sein. Ich glaube, ich kann die Pufungi hier tatsächlich nutzen, um alles Mögliche zurückzukriegen. Das war zu spät. Du brauchst Feuer. Feuer. So, der gibt uns jetzt natürlich nichts dafür. Na, super. Na gut, das hat sich nicht gelohnt, aber egal. Ach du Scheiße. Oh, das könnte übel werden. Da setze ich lieber jetzt schon mal einen Mega-Äther ein. Weil ich glaube, wir kriegen es hier mit sehr, sehr vielen Gegnern zu tun gleich. Oh, und ich dachte, die 12 Schattenquasare allein wären uncool gewesen. Aber ich glaube, hier kriegen wir es gleich mit 27 Gegnern auf einmal zu tun. Könnte es zumindest gut sein. Das hier tut auf jeden Fall schon weh genug. Ich hoffe, das ist tatsächlich auch die letzte Stufe. Und hier kommt nicht noch mehr Gegner. Ne, das war's tatsächlich schon, Gott sei Dank. Okay. Halb so schlimm. Also schlimm genug, aber nicht so schlimm, wie ich dachte. Das hier wird natürlich auch bitter. Zwei von denen. Ich meine, ich sehe keinen davon. Von daher kann ich wohl mehr als draufhauen. Hier nicht wirklich. Und mich ab und zu mal hoffentlich in einem guten Moment heilen. So, das wäre einer. So weit, so gut. Ich habe zwar immer noch nicht verstanden, wie, aber Hauptsache geschafft. Ich glaube, das hat was mit den Augen zu tun. Ich glaube, ich muss die Augen treffen oder von hinten irgendwie. Keine Ahnung, egal. Jetzt haben wir es erstmal geschafft, zwei von den Chamäleon-Typen da zu besiegen. Ich bin so dermaßen nervös, ich kann eigentlich nicht anders als hier einfach nur ruhig zu kämpfen. So, hier haben wir wieder Gegner, die nach und nach erscheinen. Das könnte ziemlich übel werden, aber fürs Erste sieht's. Okay, das könnte nervig sein, zumindest. Aber hat ja ganz gut funktioniert, uns hier gegen die durchzukämpfen. Aber ich habe nichts gesagt, denn wir sind ja noch lange nicht fertig. Oder? Sind wir fertig? Nee, noch sind wir nicht fertig. Ich
glaube, ich sollte mich... Ich weiß nicht, um wen ich mich zuerst kümmern soll. Zuerst mal um den hier am Boden. Und dann definitiv um die... Ach, verdammt. Um die Magier. Die sind nämlich um einiges schlimmer, aua, als der Defendor. Ach, ich hasse das. So, Donald hat mehr maximale LP, das ist doch auch schon mal ganz cool. Und kriegen die es hier alleine hin? Wahrscheinlich nicht, ist auch egal, ich helfe ihnen einfach mal. Ich bin so dermaßen nervös, ich habe so einen Puls. Oh Gott. Oh oh, ich habe es mit Engelsschwingen und mit Inquisitoren zu tun, das ist nicht gut. Und vor allem mit einer unbekannten Anzahl davon, das ist vor allem nicht gut. Deswegen möchte ich mich hier eigentlich zuerst um den Inquisitor kümmern, aber ich habe gerade irgendwie nicht so die Gelegenheit. Ich bin gerade generell ziemlich beschäftigt. Puh, oh Gott. Das ist... krasser als es aussieht. Lasst euch nicht täuschen, die Engelsschwingen sind extrem stark. Und 6 davon definitiv übel. Vor allem, wenn ich zwischendurch immer mal wieder nicht angreifen kann. Weil die alles blocken, was so auf sie zukommt. So, bitte lass es das gewesen sein. Oh Gott, nein. 6 von denen? Habt ihr eine Macke? Scheiße. Und das ist nur Platz 2. Was kommt denn dann noch? Ich glaube, euch geht's zu gut. Dammit. Oh Gott, maximale LP gestiegen, ich kann es nicht fassen, dass da noch mehr kommt. Oh, Gottes Willen, ich bin sowas von ein toter Mann. Und ich dachte, 6 von denen wären schlimm. Aber das hier ist ja Selbstmordkommando. Ach, fuck. So. Da sind wir wieder. Und ich habe nach wie vor eine Scheißangst vor dem, was auch immer da auf dem ersten Platz auf mich wartet. Ich krieg ja nicht mal diesen einen Engel dahin. Dann muss ich mal kurz gucken, dass ich hier Stopper
einsetze, beziehungsweise schon mal sicher habe. Ach super, du blöder Sack, muss ausgerechnet jetzt angreifen, ne? Wofür habe ich mich denn geheilt? Verdammt nochmal. Das hat gar nicht funktioniert. Da hat nichts gestoppt, oder? Das hat einfach nur mal MP verbraucht. What the heck? Ernsthaft jetzt? Wow, 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 wow. Oh Gott, denn. Au, au, au. Ah, da kommt was auf mich zu. Und es gefällt mir nicht. Ach komm schon! Donald! Ich habe keine. Ich habe weder MP, um mich zu heilen, noch um Stopp einzusetzen, noch um Aero einzusetzen und ich bräuchte alles davon. Mega älter. Ich hab halt nicht Stopp gar. Vielleicht bräuchte ich Stopp gar, aber wo kriege ich das denn her? Ich habe sowas von keinen Plan. Das hier sind auf jeden Fall viel zu viele Gegner, als dass ich irgendwas anrichten könnte. Na, super. Na, das mit Stopp funktioniert auch nicht so. Letzter Versuch für heute, würde ich sagen. Eventuell probiere ich es heute Nacht nochmal, wenn ich ganz bescheuert bin. Was passiert ist, ich wollte mich eigentlich ein bisschen leveln, damit ich die Runde 2 besser schaffe und habe es dabei aus Versehen geschafft und natürlich nicht aufgenommen dann. Aber ihr seht den letzten Invictor verschwinden immerhin noch, deswegen drücken wir Start und es kann weitergehen. Alles klar. I can do this. I hope. Oh, mein Herz schlägt jetzt schon auf 180. Denn
Ich muss... Was zum Geier ist das? Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist langsam und ich werde erstmal... Oh, ich sollte verschwinden. Okay, also es ist langsam, das ist ziemlich praktisch. Das heißt, ich kann erstmal hier drauf kloppen und wenn es fällt, muss ich auf die Köpfe, oder? Mache ich das richtig? Der nimmt null Schaden. Sag mir, dass ich das richtig mache. Jetzt nimmt er Schaden. Ach Gott, ich muss auf dem Titanen stehen. Ach du Scheiße. Okay, okay. Aber es klingt sehr, sehr möglich. Dadurch, dass er so langsam ist, könnte es tatsächlich ziemlich gut möglich sein hier. Ah, ich muss nur hochkommen. Würde ich noch nur hochkommen, dann könnte ich eventuell sogar Schaden anrichten. Aber der Kampf war tatsächlich... gut, noch ist er nicht vorbei. Aber... doch, er ist schon vorbei. Ha! Ha! Er ist vorbei! Das war so einfach, aber ich hab den Hadeskampf! Endlich! Endlich! Oh Gott! Das war völlig antiklimatisch, aber ich hab den Hadeskampf geschafft! Das ist der langste Siegeskampf, den ihr wahrscheinlich seit langem gesehen habt, aber es ist mir scheißegal. Ich habe den Hadeskampf geschafft. Yes! Ende der Welt, ich komme. Spoiler, egal. Woo! We're the champs! Woo! Speichern. Ich habe keine Ahnung, was das Triogramm ist. Es ist mir auch völlig egal. Ich muss nur speichern. Oh Gott. Der Part ist vorbei. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es abgeht, um den schattenlosen Ansem zu besiegen. Endlich geht's ab zum Finale von Kingdom Hearts. Yeah.